Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau mit dem aktuellen Kinotipp der Woche. Ich möchte Ihnen jetzt den Film Ein Mann namens Ove vorstellen, eine Bestseller-Verfilmung. Das Buch stammt von Frederik Brackmann. Der Roman war auch in Deutschland sehr lange auf den Bestsellerlisten vertreten. Man findet ihn immer noch sehr prominent platziert in den Buchhandlungen. Die Geschichte handelt von einem griesgrämigen Pedanten. Der Mann heißt Ove, ist im Schulrentneralter, hat so ein bisschen mutwillig seinen Job verloren, seine Frau ist verstorben. Er steht nun jeden Morgen um 6 auf, macht seinen Kontrollgang durch die Reihenhaussiedlung, guckt, ob niemand falsch geparkt hat, ob die Nachbarn ihren Müll anständig trennen, ob sonst irgendwas passiert ist. Er hat so ein bisschen den Lebensmut verloren, vor allem nachdem seine Frau verstorben ist, will sich das Leben nehmen, und prompt machen ihm die neuen Nachbarn einen Strich durch die Rechnung. Sie fahren nämlich genau in dem Moment, als er sich an der Zimmerdecke aufhängen will, seinen Briefkasten nieder. Das kann Ove natürlich unglaublich so stehen lassen, unmöglich so stehen lassen. Das heißt, er steigt wieder runter vom Stuhl und stellt die neuen Nachbarn zur Rede. Die Geschichte erinnert so ein bisschen an den 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Funktioniert in meinen Augen als Film aber sehr viel besser, weil es weniger episodisch ist und weil die Geschichte nicht ganz so absurd ist. Was unglaublich Spaß macht, ist dieser trockene, sehr lakonische Humor, sehr typisch für das skandinavische Kino. Und während sich das in manchen anderen Filmen sehr schnell erschöpft, trägt dieser Film wirklich über die Länge von 100 Minuten. Und es ist ein wunderbares Vergnügen, ein sehr lakonischer Film, der aber auch ans Herz geht und den ich Ihnen wirklich sehr, sehr empfehlen möchte.